Heute geht es um Denke nach und werde reich, denn das ist definitiv mein Buch der Woche. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und heute habe ich mir was ganz Besonderes für euch überlegt. Und zwar fragt ihr mich die ganze Zeit, egal ob in den Instagram-DMs, in den Kommentaren oder in den Instagram-Livestreams vor allem auch, nach Buchempfehlungen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle heute mal mein absolut wichtigstes Buch, speziell für nach der Abiturphase vor. Und wenn ihr Bock drauf habt, dass ich sowas einmal pro Woche mache, dass ich jede Woche ein Buch vorstelle, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt. Dann bin ich nämlich auch dazu verpflichtet, mindestens ein Buch pro Woche zu lesen, dass ich eurer Nachfrage hinterherkomme. Und dann kann ich das gerne immer vorstellen. Jetzt aber sofort rein in meine Zusammenfassung und auch in meine persönliche Bewertung. Also pass auf, Leute, wir werden jetzt nicht das Buch Kapitel für Kapitel durchgehen. Das macht in meinen Augen keinen Sinn, sondern wenn ich ein Buch zusammenfasse, dann möchte ich so zusammenfassen, wie es von den ganzen Gedankengängen einfach am meisten Sinn macht. Deswegen habe ich hier in meiner eigenen Struktur kurz auf ein Blatt Papier in 6-7 Stichpunkten den ganzen Inhalt grob zusammengefasst. Bedeutet natürlich nicht, dass man es dann nicht mehr lesen sollte, aber das will ich euch kurz erklären. Warum ich es euch aber vor allem erklären möchte, deswegen will ich erst kurz auf meine persönliche Bewertung vom Buch eingehen. Ich habe dieses Buch, genau das hier, einmal durchgelesen. Ich habe es einmal, ganz am Anfang letztes Jahr, glaube ich schon, einmal gelesen. Hab dann gedacht, ja, eigentlich ganz cooles Buch. Ganz cooles Buch so. Habe auch viel daraus mitgenommen und habe es eigentlich ziemlich gefeiert. Dann habe ich es mir irgendwann als Hörbuch geholt. Ich habe es ein paar Monate später, weil ich davon sehr viel halte, die Bücher auch immer mal wieder durchzulesen oder auch wieder zu hören, habe es mir dann nochmal angehört und war dann der Meinung so, ziemlich basic Erfolgstipps so. Kriegt man eigentlich auch in jedem anderen YouTube-Video. Dachte mir so, naja, vielleicht ist das Buch doch ein bisschen overhyped. 5 Monate später oder so, habe ich es mir dann nochmal, also es war vor einem Monat oder so, habe ich es mir nochmal angehört. Und war dann der Meinung, Jesus fucking Christ, ich habe es dann erst realisiert. Wenn man dieses Buch durcharbeitet, damit meine ich nicht nur durchlesen und sagen, okay, cool, sondern wirklich es durcharbeitet. Da sind ganz viele Aufforderungen drin. Also jetzt keine Übungsaufgaben so, ne? Aber ganz oft Aufforderungen, beispielsweise seine größten 4 Ängste aufzuschreiben. Oder irgend sowas in die Richtung. Und wenn man das alles befolgt und das wirklich gewissenhaft macht, und das meiner Meinung nach bietet sich das nach dem Abitur mega gut an, weil man so viel freie Zeit hat. Und wenn man sich wirklich eine Woche nimmt oder von mir aus auch an einem Tag sich hinsetzt, das Buch durchliest und alle Sachen darin auch durcharbeitet, hast du am Ende so viel mehr Klarheit über dich selbst und du wirst garantiert Erfolg haben. Und deswegen ist das für mich das elementarste Buch, was ich euch aktuell mit an die Hand geben kann, weil es in meinen Augen, wenn man es durcharbeitet, eine Erfolgsgarantie ist. Kommen wir jetzt aber zu meinem Zettel hier, und zwar, wie ich den Inhalt des ganzen Buchs aufgliedern würde. Im Prinzip ist das Ganze ganz einfach. Am Anfang steht der Wille. Du brauchst ein Verlangen. Du brauchst ein Verlangen nach irgendwas. Damit startet jeglicher Erfolg. Dann musst du daran glauben, dass du diesen Erfolg auch bekommen kannst. Du musst es dir im Prinzip vorstellen können. Wenn du das hast, komm als nächstes, seht ihr vielleicht gar nicht, aber danach kommen die Skills. Du brauchst erstmal ein Verlangen, dann glaubst du daran und kannst es dir vorstellen, aber dann brauchst du auch die Skills. Das bringt nichts, wenn du es nur willst und vor dir siehst, aber dann nicht die entsprechenden Fähigkeiten hast, das Ganze noch umzusetzen. Wenn du dann die ganzen Fähigkeiten hast, dann geht es darum, dass du einen Plan entwickelst. Und diesen Plan musst du dann möglichst oft umsetzen und möglichst effizient umsetzen und dann wirst du schlussendlich am Erfolg ankommen. Aber gleichzeitig gibt es dazu noch 2 seitliche Komponenten, die die Umsetzung deines Plans mit deinen Skills nach vorne sozusagen stark beeinflussen. Zum einen dein Umfeld, das habe ich auch extra schon ein YouTube-Video gemacht, ist extrem entscheidend. Und da geht es auch darum, wie du dir Leute findest, die dich weiter pushen werden. Und zum anderen dein Unterbewusstsein, im Prinzip du selbst. Das bedeutet, die ganze Struktur des Buches und wenn man es einfach nur mal als Grundkonzept verstanden hat, wird einen das allgemeine Sachen Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung so stark nach vorne bringen, dass du im ersten Moment brauchst du ein Verlangen, du brauchst einen Wunsch, du brauchst ein Ziel. Dann musst du daran glauben und es dir vorstellen können, dass du es schaffen kannst. Dann brauchst du die Fähigkeiten, um diesen Wunsch und dieses Verlangen, das du dir sogar vorstellen kannst, umzusetzen. Diese Fähigkeit musst du dann in einen konkreten Plan einverweben, der Sinn ergibt.
Und wenn du dies und um diesen Plan perfekt umzusetzen, um schlussendlich an dein Ziel, an deinem Erfolg anzukommen, musst du parallel dafür sorgen, dass weder dein Umfeld noch dein Unterbewusstsein, also du selbst, dir im Weg steht und im Idealfall diese beiden Komponenten deinen Plan und dein Vorhaben ideal unterstützen. Das ist in meinen Augen die simpelste und logischste und gleichzeitig nicht zu knappeste Erklärung von Erfolg. Wie gesagt, es wird auf den ganzen Seiten hier noch viel besser und viel detailreicher natürlich vorgestellt. Deswegen lest das Buch auch unbedingt. Ich will nicht, dass ihr durch das eine Video sagt, oh ja, jetzt habe ich das Buch verstanden. So, es geht ja auch ums Durcharbeiten. Deswegen empfehle ich es euch ganz, ganz stark. Was nämlich viele an dem Buch auch einfach falsch verstehen in meinen Augen. Der Titel ist ja in zwei Komponenten aufgeteilt. Denken und reich werden. Und die meisten Menschen assoziieren das Denken einfach nur mit, oh ja, ich stelle mir was vor, bisschen Law of Attraction mäßig, oder ich werde das automatisch dann schon anziehen, oder ich denke einfach nur ein bisschen mal drüber nach, ein bisschen grübeln. Das hat mit dem Denken nichts zu tun. Das ist nicht, wie das Denken gemeint ist. Sondern was mit dem Denken gemeint ist, ist genau das. Buchstabe. Es fängt alles mit dem Wollen und der Vorstellung an. Und daraus resultieren alle anderen Dinge. Deswegen denke nach und werde reich. In dem Moment, wo du beginnst, deine Gedanken zu managen, in dem Moment, wo du beginnst, dir darüber Gedanken zu machen, was du eigentlich möchtest und auch anfängst, deine Glaubenssätze zu regeln und anfängst, dir vorstellen zu können und an dich selbst zu glauben, dass du diese Sache umsetzen kannst, dann werden die ganzen anderen Dinge werden automatisch danach folgen. Deswegen, in dem Moment, wo du nachdenkst, wirst du reich werden. Aber auch das Reichwerden verstehen so viele Menschen falsch. Sie denken, mit Reichwerden ist finanzieller Reichtum gemeint. Und im Buch, natürlich ganz logisch, wird ganz oft Geld als Beispiel genommen. Aber das ist nur die Spitze des Eisberges. Natürlich kannst du mit dieser Formel mega gut reich werden. Absolut, absolut. Das ist ein perfekter Plan, um ein erfolgreiches Business aufzubauen. Aber, ganz entscheidend, Reichwerden bedeutet auch in allen anderen Lebensbereichen. Du kannst mit dieser Formel kannst du in jedem Lebensbereich reich werden. Und mit reich meine ich nicht finanziell, sondern du kannst reich an guten Freunden werden, du kannst reich an Gesundheit werden, du kannst reich an Lebenslust werden, du kannst reich an Humor, du kannst an allem reich werden, an allem, was das Leben zu bieten hat, wenn du diese Struktur verfolgst. Und deswegen ist es so entscheidend, dass man wirklich das Konzept jetzt erstmal verstanden hat, sich, jetzt könnt ihr mit dem, was ich euch jetzt an die Hand schon gegeben habe, euch auch schon in verschiedenen Facetten euch überlegen, okay, wie bringt mir das was, beispielsweise bei eurem Job und so weiter, oder wenn ihr irgendwas anderes aufbauen wollt, bringt euch das schon mal mega, mega viel. Und dann empfehle ich euch eben noch, das Buch selbst zu lesen. Ich werde euch einen Link in die Beschreibung packen, da könnt ihr euch das Buch holen auf Amazon oder keine Ahnung, was ich verlinken werde, mal schauen. Ich empfehle es euch richtig krass, wenn ihr Bock darauf habt, dass ich öfter Bücher vorstelle, am besten einmal in der Woche. Wir können so ein Hashtag Buch der Woche draus machen, wo ich dann immer samstags oder so ein Buch vorstelle, was ich euch empfehle zu lesen. Ich werde das auch immer in meiner eigenen Zusammenfassung machen, weil es in meinen Augen so am sinnvollsten ist, weil wir nicht langweilig Kapitel für Kapitel durchgehen und ich auch nicht nur die drei besten Tipps ausgebe, sondern es ist wirklich eine systematische Vorstellung des Buches auf die wichtigsten Komponenten reduziert, damit ihr in kürzester Zeit das meiste Wissen bekommt und dann es euch aber trotzdem noch extrem viel bringen wird, das Buch selbst zu lesen. Weil ich möchte, wie gesagt, nicht, dass ein Video versucht, das Buch zu ersetzen. Deswegen, ich empfehle euch das Buch. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass ich mehr Bücher vorstelle. Ich glaube immer an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Wer hat denn da so hässliche Aufkleber drauf gepappt, ey? Warum ist auf meinem Buch solche Dinger? Das sieht aus, als hätte ich es aus der Bibliothek ausgeliehen, ey. Das wäre auch geil. Also, das Buch der Woche. Ich habe es zwar nicht gelesen, aber ist echt cool. Used to throw me curveballs in the hallway. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.